So, dann sagen wir mal Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Sozusagen eine neue Ausgabe von Die Chaoten. Wer ist denn am Start? Bin ich selber. Mit dem heutigen Titel Blut ist dicker als man denkt. In den Hauptrollen die Tana, die Aloexis. Hallo. Und auch der Kuga hat was abgekriegt. Wo ist denn der überhaupt? Der guckt hier gerade verwirrt. Hallo. Genau. Und in der Nebenrolle ist der Zovarok. Nicht? Der Baumeister, der nebenbei so ein bisschen. Was macht ihr? Der Rahmen ist fertig, Kuga. Licht in der Werkbank. Und wir wollen sehen, dass wir unsere Mopeds kriegen heute. Mopeds. Haben wir denn überhaupt den ganzen Kram da? Basteln war doch gerade. Super. Ja. Schön. Dann mache ich das Dach mal weiter. Ach, ich weiß, was wir noch brauchten. Nee. Doch. Einkaufskörbe. Ja. Ja gut, ich meine, das ist ja nicht nur so... Ja, wollen wir eben mal weiter suchen gehen? Ja. So, ich mach das Dach weiter. Das geht ja fix. Ja, machst du danach das Beet noch fertig? Ich bin doch ein Mann, ich bin doch nicht multitaskingfähig, das weißt du doch. So. Wobei, ich will eben mal warten, bis die Pilze dann mal fertig sind. Wie sieht's denn hier vorne aus? Ist die Ecke jetzt richtig, oder was? Richtig Ecke. Wo ist er denn hin? Nee, das ist eine falsche Ecke. Der ist schon weg. Wegnehmen. So. Der Mann ist schon wieder weggerannt hier. Dann muss das doch so... Nein, das muss hier hin. Hallo, wir haben noch keine Zeit. Keine Zeit. Kennst du doch. War hier überhaupt noch ein Lebensmittelladen? Es gehen auch... da diese Steinhäuser, da diese zweistöckigen, da steht auch immer einer drin. Alter, Leute. Oder zu 90%. Leute. Okay, nimmst du dann den da und ich gehe in den nächsten? Damit wir uns ein bisschen aufteilen, damit das schneller geht. Hoffentlich sieht das mit dem Dach gut aus. Ich gehe nochmal hier mit runter, mal gucken, ob hier noch irgendwo... Vielleicht auch noch den einen oder anderen Reifen kaputt schlagen, wenn du einen siehst. Nimm den, der direkt hinter dir liegt. Aber ein paar anständige Reifen noch kriegen, wa? Guten Tag. Guten Tag. Also das Dach sieht schon mal sehr, sehr schön aus, bloß ob das denn auch so wirkt, das ist die zweite Frage. Hier ist überall offen. Ein schönes Satteldach. Ha. So. Hier ist eine Kneipe, ne, oder? Sollen wir da noch Gauben rausziehen? Hallo, bist du eine Kneipe? Also könnten wir. Ey, ich hab einen Einkaufsladen. Wenn du direkt bei mir gegenüber bist, dann ja, hast recht. Nee, das ist ein Grocery. Bin ich nicht. Upsa, das war verkehrt. Na gut, machen wir es so. Und okay. Einmal so. In dem Haus natürlich nicht, aber looten tun wir es trotzdem, ne? Denke ich. Genau. Okay, ich habe sie jetzt alle geweckt. Zum Glück haben wir Schienen. Oh, da wohnt einer. Mist. Hier wohnen mehr als einer. Wo ich gerade bin. Ich mir doch das Bein gebrochen. 4 Wochen wieder im Bett liegen. Super. Hey Mutti. Hier wohnt einer, der einen Tresor besitzt. Nee. Bei mir hier auch. Den braucht er doch nicht. Ach mich, ich habe hier alle Tür wieder auf. Tag der offenen Tür. Kann man das nicht automatisieren, dass die Türen alleine wieder zugehen? Ja, kann man. Gibt das so eine Schalter oder sowas, ne? So, ihr beiden seid tot. Ja, da brauchen wir Strom. Du musst einfach entweder einen Bewegungsmelder oder eine Druckplatte bauen, zum Auf- und Zumachen. Ja, dauernd schreien ist das bei... Aber das heißt doch schon wieder, dass wir den Strom brauchen, oder sehe ich das falsch? Nein, das siehst du nicht falsch. Aha. Da war doch was. Ach, guck mal, da ist ja der Korb. Wollte gerade schon sagen, das ist ein Verarschungsladen. Ja, ich habe hier ein volles Haus. Sehr hübsch. Ich krieg bloß die Spitze nicht rauf. Naja, ich muss es. Das hörte sich gerade an wie ein Hund. Weiß nicht, was hier noch drin hängt. Nein, das Geräusch, was Zova gemacht hat. Ich hoffe, Zova hat's gemacht. Nee, ich glaube, das Geräusch ist hier bei mir aus Minecraft-Laden. Ich mache keine Geräusche. Nö, sowas mache ich nicht. Ja, wo bist du? Wo kommst du her? Hallo. Bist du auf dem Klo? So, kriegen wir da noch eine andere Ecke hin. Ein bisschen drehen. Hier ist auch ein Safe drin. Mach die mal so.
Hallo. Ja, juhu. Ist ja der Hammer. Nein. Hier ist bestimmt einer auf dem Scheißhaus. Hier nicht. Oh, ey, ich bin doch hier drin. Wieso spawnen jetzt Zombies, während ich hier drin bin? Ja. So nett. Leute, die Hütte wird so geil. So, jetzt gucken wir mal, ob hier irgendwo ein Einkaufskörbchen liegt. Ich bräuchte übrigens mal einen neuen Satz Werkzeuge. Ja. Machen wir den, Düppelchen. Andersrum. Herztabletten? Genau, die brauche ich auch. Hast du gerade gesagt Herztabletten? Ja, Herz. Nein, Schmerztabletten habe ich gesagt. Nein, du hast Herztabletten gesagt. Schmerztabletten. Ich brauche Herztabletten. Ich brauche welche. Gibt es eine Großpackung davon? Ich falle doch gleich wieder runter. Ich sehe das schon wieder kommen. So, hier ist nix. Also. Zombie, hast du was dabei? Nö. Was dabei? Nö. Bob. Dieser Einkaufsladen ist sehr. Bob. Sehr mager besät aus. Ach, wer ist denn da schon wieder zu Besuch? Das kann doch nicht angehen, Freunde. Hier ist keiner da. Null. Klinge geht nicht. Braucht ihr nicht. Oh, das ist doch nicht zu fassen. So, hallo? Hier? Schläft hier keiner? Du nebenan? Ich bin hier in so einem Grocery. Rezept. So. Bob. Wegnehmen. Was du meinst, dann komme ich da nicht hin. Safe. Ich höre irgendeinen rumspringen. Ich weiß nicht, ob du es bist oder ein Zombie. Der Grocery ist ja vorne an der Ecke, der, ne? Warte mal, da, wo ich gerade drin bin. Draußen ja, liegt übrigens ein Geier rum. Irgendwo. Da mach ich mal die Tür zu, ne? Oh, das sieht cool ja. aus. Alter, ist das cool. Bei die Tür zu. Wo bin ich jetzt? Hier ist glaube ich nichts, ne? Ich hab Hunger. Ich bin überhitzt. Mein Gott, hier ist also sozusagen alles in den Binsen. Ich bin überhitzt. Hier ist alles. Nein! Alter, wo bist du denn, Zombie? Du oben drauf oder was? Ich glaube, der ist oben drauf. Bei mir wohnt ja auch irgendwo noch einer. Ja, so. Super Laber. Also in diesen Wester-Style-Häusern, in den Einkaufsläden, scheint kein Körbchen drin zu sein. Hm. Komisch, was die haben, wir haben die Dinger massenweise gefunden und immer nicht mitgenommen. Ich glaube, der ist wirklich auf dem Dach. Ja, aber einen habe ich ja schon und einen haben wir zu Hause, also. Ich muss die Tür auch noch reinkugeln. Bist du? Hey, Schicksi! So. Band kann doch nichts dafür, dass du so kacke bist. Oh nein. Oh ja. Dose. Essen. So. Holzrahmen. Farbe! Farbe, immer gut. Oh, Farbe ist gut. Nein. Hast du nicht Scrap gehört? Ich mag euch auch. Nein, ich brauche Farbe für unser Schriftzug da vorne. Ach so. Für die Chaoten. Ja genau, weil das sieht man ja fast gar nicht. Oh, hier war eine Kiste auf dem Dach. Das ist ein bisschen doof. Ein bisschen. So. So. Und deswegen möchtest du jetzt Farbe haben? So klein. Das heißt, ich hätte das nicht machen sollen. Komm du nach Hause, mein Freund. Komm du nach Hause. Nach Hause. Was ist dann? Dann siehst du das Dach fertig. Ich muss eh nach Hause jetzt, weil ich bin voll. Also, Rucksack, ne? Ja, das was, ja. Was auch sonst. Das haben wir schon verstanden. Ja, wir sind ja nicht ganz. Ich muss aber auch nach Hause, ich habe auch keinen Platz mehr. Bevor ich da ins nächste Haus reinspaziere. Aber ich habe dir was mitgebracht, Zora. Wir haben schon wieder Besuch. Ja, dann bleib ich hier. Dann mach den erst weg. No, wir kommen dann später. Oh, hier ist eine Quest im Auto. So. Will er jetzt
komm. Nein. Wo ist denn der Besuch? Irgendwas war da auf jeden Fall. Das ist der Besuch schon, wie soll man sagen, gegangen. Kann man sagen. Ach so. War nur auf der Durchreise. Ja, sozusagen. So, wo ist denn Zowa jetzt? Auf dem Dach. Auf dem Dach? Auf dem Dach. Wie kommt man denn da wohl hoch? Wahrscheinlich hier durch die Tür. Nein, nicht durch die Tür. Treppe, würde ich sagen. Ah, da. Ich bin auf dem Dachboden sozusagen. Guck mal hier, ich habe dir was mitgebracht. Oh, eine Schiene, schön. Ich habe schon erst... Eine was? Was warte mal, denn? Ich habe noch was. Ich habe jetzt nicht wirklich verstanden, was du ihm mitgebracht hast. Farbe. Ein Splint. Super. Fehlt nur ein Pinsel, aber den kriegen wir auch gebacken, würde ich sagen. Den kriegen wir auch irgendwie hin. Super, jetzt weiß ich aber nicht, wie mache ich denn die Dachspitze? Wie kriege ich das denn hin? Ich habe da, Stück für Stück formen. Ich habe da nichts gefunden irgendwo. Du musst ganz einfach zusehen, dass du mit zwei Rampen so zusammenkommst, dass es eine Spitze ergibt. Ja, das kriege ich nicht hin, das passt nicht. Wobei, es gibt kleine Spitzen, die du oben drauflegen kannst. Echt jetzt? Ich kann die nicht finden. Gebäude. Kannst du die normale Ramp, kannst du die nicht drehen? Mit R? Ja, natürlich kann ich die drehen. Aber ich kriege die ja nicht so gedreht, dass die... Weiß ich gar nicht, muss ich mal gucken. Vielleicht geht hallo, das Meister. Ja. Aber bist du verrallen? Nee, das kriege ich nicht gedreht. Weil du kannst ja komplett durchrotieren. In alle Richtungen. Stimmt, aber ich kriege die so nicht gedreht, das wird nichts. Wieder eine Warum Hose. Ich nicht? Nee, das passt ja gar nicht. Das passt ja gar nicht. Die muss flacher sein, die Spitze. So, wie viele sind da jetzt noch drin? Das kann doch nicht sein, warte mal. Ich kann was auf jeden Fall nichts finden. Dich will ich. Hammer, Hammer. Hammer haben wir. So. Hammer. Wie viele Körbchen brauchen wir denn noch? Da ist ja noch eine. Ja, hallo, Schätzelein. Ich hab ja gar nicht gesehen. Schätzelein. Und weg ist sie. Du musst nicht traurig sein. So. Also die Hütte ist bis in die kleinste Ecke schicko. Die ist nicht müllig. Wer ist müllig? Die ist nicht müllig. Die ist nicht müllig. Nicht müllig. Nicht Nein. Müllig. Ist sie nicht. So. So. Meiner einer geht jetzt mal Einkaufskorb. Konnte man die noch abbauen? Ja, ne? Ja, kannst du wrenchen. Ja, erst muss ich Kapuzenman hier. Man lebt noch. Nee. Soweit, ich muss leider gestehen, dass du recht hast, dass man... Du musst schon zwei nutzen, um eine Spitze hinzukriegen. Ja. Dann geht's. Eben. Alleine geht's irgendwie nicht. Gar nicht. Schade. Na gut. Lässt sich nicht ändern, nicht. Dieses dreistöckige Haus, ne? Wenn man hier was wegwrenchen muss in der Ecke, wird man echt paranoid. So, ich habe ein Körbchen. Wie groß ist es? Oh, schön groß. Nein. Dann könnt ihr jetzt die Minibug zusammenschrauben. Wir können ja das Haus hier noch fertig machen, Herr Kuga, wenn ich gerade drin bin. Ja. Außerdem könnten Sie dann mir helfen, den ganzen Krempel hier verkohlen. Mit nach Hause zu bringen. Nämlich, um hier reinzugehen, nehme ich eben kurz eine Kiste gebaut habe. Okay. Ah, und da unten steht ja sowieso noch die eine Kiste. So. Wo da unten? Ja, da im Hotel. Du bist ja quasi in der Hotelstraße. Ja, stimmt. Ich bin noch weitergelaufen. Aber ich habe noch zwei Etagen vor mir mit Dach. Wolltest du noch mitkommen? Ja, ich komme und hole ein bisschen was ab. Gerne mit reinkommen.
Da ist es nämlich wieder, ne? Das übliche Klischee. Die Frauen sind am Shoppen und die Kerle müssen hinterher gehen und tragen. Hey, das ist das zweite Haus, was ich hier mache, ja? Von wegen hier. So, ist einer auf dem Scheißhaus? Die Ecke ist verkehrt. Hallo. Die Ecke was? Ist verkehrt. Da liegt. Ist einer auf dem Scheißhaus? Ein Rucksack. Da wäre eine Ecke? Nee. Ah, nicht so nah an den Stripclub, da gibt's Knallbumm. Ja, hier im Raum ist. Oh, hi! Oh. Hier gibt's auch Knallbumm. Okay. Ich bin gejagt von irgendwas. Also diese. Lebst du noch? Jo, er lebt weißt doch. Ne, in ihrem eigenen Stream erzählt sie den Leuten, schieß nicht so viel, wir haben nicht so viel Munition. Und hier ballert sie durch die Gegend wie eine Irre. Bist du nach oben schon oder bist du noch unten? Hi. Hi. Die unterste Etage habe ich jetzt gemacht, die oberen müssen noch. Und ich nehme die. Hattest du nicht gesagt, du hättest eine Kiste? Draußen vor der Tür ist eine Kiste. Haben nicht gesehen, okay. Direkt vor der Tür. Oh, ich sehe hier schon den Helm von oben. Den Helm von oben. Da ist, glaube ich. Alter, wisst ihr was, Leute? Das Dach wird so cool. Ah, hier cool. Ist er drin. Hier. Wuhu! Schwester! Schwester habe ich schon. Aber irgendwie. Da noch was? Was? Oh, da hat sich aber jemand Alter, erschrocken. Habe ich mich jetzt erschrocken. Das Schlimme ist, das hat sie direkt neben mir gemacht. Ja, aber kennst du, das kennt ihr doch auch. Gehst irgendwo in den Raum rein und erschreckst die erstmal. Ach, das ist auch die Treppe nach oben hier. Mal, wir müssen mal nach unten das Dach mal angucken. Wir schauen. Oh, hier fehlt noch ein Geländer, Freunde. Da war ich da, also das ist gefährlich, das geht so nicht. Nachher hast du hier im Raum schon drin? Hast du hier drin schon alles weg? Unten ist sauber, ja. Hopp, hopp. Alter, ist das laut. Was ist denn da oben also, drinne? Das Dach ist. Ja, hier so ein Kopfloser. Das Dach ist aber cool. Nimm mal den Messing. Das sieht gut aus. Die Messingteile mit. Wenn hier noch irgendwas Messing ist. Ich hab dieser eine Frame, der da oben steht. Mist. Alter. Diese Mistratten, ey. Herzinfarktgefahr. Mal ehrlich. Hast du immer. Oh. Da ist jemand durstig. Oh ja, jetzt wo du es sagst. Durstig. Hast du was zu trinken dabei? Ja. Ich hab Farbe. Farbe ist gut. Farbe ist immer super. Oh, da oben ist eine Kiste. Lass mich raten, du baust dich gerade schon das hoch. Das Dach sieht super aus, Freunde. Nö. Das sieht echt cool aus. Was ne Villa? Was ne Villa? Also ehrlich. Ein Herd. Kannst du mir mal erklären, Kuga, wie man hier oben ein Herd hinbauen kann? Was für eine Logik ist? Ja, nun, ganz das hat ja jetzt nicht viel mit Logik zu tun. Ich meine, der Typ vom Elektromarkt hat seine Kiste gebracht und dahingestellt, wo sie hin sollte. Oh, fertig. Ja, hast du schon. Okay. So. Ja. Oh. Hey, Alter, schubst mich nicht. Irgendwie haben wir es heute mit zusammen durch eine Tür gehen, ne? Offensichtlich. So. Hör mal. Leg mal hier. Ach, das war's doch jetzt. Weiß nicht, brauchen wir die Farbe? Müssen wir die mitnehmen? Ja, die Farbe müssen wir schon mitnehmen, weil sonst hat. Sonst weint er wieder. Sonst weint er wieder. So, warte, ich nehme jetzt nochmal ein paar Sachen. Das Auto habe ich mir auch schon abgebaut gehabt. So, einmal er. So. Ah, das hat ja funktioniert mit Sachen mitnehmen. Warte mal, ich habe hier. Kannst du AK schon? Hier, lern mal. Scrap, ja. So. Mir ist ein bisschen warm. Ey, grad Zombie? Hallo?
Der steht da hinten, das kann nicht sein. AK kann ich, glaube ich, auch schon, ja. Reed. Oh, aber ich könnte den Stuhl zerlegen. Das noch zerlegen. Kann ich das Klebeband mitnehmen? Dann machen wir mal das kaputt. Dann nehme ich die Federn noch mit. Also ich habe einen Platz frei noch. Zwei. Bei. Ja, das würde ich normalerweise nicht zerlegen. Dann nehme ich das jetzt mal mit. So. Bitte mal gucken. Jetzt. Ach nee. Dann nehme ich das Rezept mit. Das nehme ich mit. Und dann würde ich nämlich die Kiste... Komm, die Schweine-Challenge lernen ich eben. Nee, kann ich nicht. Kannst du die Schweine-Challenge lernen? Warte, ich gucke. Ich habe eine Schatzkarte. Willst du die dafür nehmen? Habe ich schon. Die sind am Himmel wie die großen. Super. Warte. Kann ich lesen? Komm, dafür kriegst du deine Farbe. Ja. Was meinst du, was wir hier für einen Akt machen, damit du deine Farbe kriegst? Was ich für einen Akt mache, damit ihr euer Dach kriegt. Damit ihr nicht friert. So wie die Kugel am Schnaufen ist, friert der eh nicht. 41 Grad. Sollen wir da vorne die Kiste auch nochmal gucken? Wo war denn hier eine Kiste? So, warte mal, die Ecke. Direkt vorm Hotel, zwei Stück. Witz, Alter, das wird so geil. Oder haben wir die schon leer gemacht? Die habe ich doch schon weggeklopft. So ja gut, dann... Die haben wir letztes Mal weggeräumt schon. Ach stimmt, du hast letztes Mal eine Runde gemacht, ne? Ja, aber nicht alle. Hier sind noch welche in der Stadt. Aber die restlichen Sachen sind alle ist die Seite. Im verbrannten Teil. Das wird ein witziges Dach. Oh oh. Oh ja. Naja, jetzt wollte ich auf die Reifen kloppen, weil ich kann ja keine mehr aufnehmen. Naja, ist äußerst unklug, weil wenn du dann Glück hast, dass ein Reifen drin ist, dann ist er weg. Mhm. So, zack. So. Weiß gar nicht, war man im Militärlager eigentlich schon drin in der Mitte? Oh, 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 warte mal. Warte. Mist? Ja, nee. Jetzt hat sie weggezuckt. Blöder Mistköter. Hehe. Eieiei, da ist sie ja, die Olle. Ja. So. Ist sie tot? Ich hoffe, ich sehe es nicht. Ich glaube ja. Das Dach ist doch mal ein Dach. Hast du zu essen? Hast du Hunger? Nee. Vorne rennt noch irgendwo einer rum. Oder ja, links hinten an der Hütte. Ah, hier liegt so einiges rum. So, zack. Und hier rein. Zova, kannst du AK schon? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das gleiche Spiel. Okay, dann. Wäre es äußerst ungeschickt, wenn ich scrappen würde. Na, ich bringe jetzt auch erstmal meinen ganzen Krempel rein. Ja, ich mach noch eben, was hier so in den Gittern liegt, hätte ich fast gesagt. Ja, ich habe auch schon Teil weggenommen. Da muss ich doch mal kurz schauen. Ja. Zack, so. Zack, 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 zack. Alles rein. Unten. Nee, die Sachen wollte ich mitnehmen. Warum liegt hier noch so viel Zeug rum? Das kann doch nicht sein. Da müssen wir jetzt... mehrere Horden gekommen sein. Oh, ich hatte schon ein bisschen Besuch hier. So ist das ja nicht, ne? Also. Hatte schon ein bisschen Besuch. Da. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus, oder? Ein bisschen. Ha? Hast du fein gemacht. Jetzt fehlt nur noch die Spitze rum. Ja, ne? Die Spitze habe ich natürlich jetzt nicht. Mist. Aber bei Stein gibt's das. Das ist so oben so eine kleine flache Spitze. Bei Stein gibt es. Da kommt eine Steinspitze rauf. Fertig. Ja, bei Steigen gibt's das. Oder guck
guck doch mal beim Scrap. Hast du hinten alles leer? Nee. Da geh ich. Ich hab die Tasche jetzt leer. Da ist doch schon wieder so eine. Else Kling. Kling. Oh nein, Else Kling hat. Nein, ui! Ein Holz! Es sagt wow, wow. Na, wie gut, dass ich im Haus bin. Nein! Los! Lauf, Freund! Hast du nur einen Bär, einen Wolf oder was gesehen? Oh, Alter, die Perle muss weg. Achso, Zora, ich will jetzt. Scheiße. Ich hab's umgelegt. Hab ich. Hinter dir, Zora, alles voll. Geh weg. Hi, Freunde. Was macht ihr da für Spielereien? Und die Uschi ist auch noch nicht tot. Jetzt ist sie tot. Und Uschi hat nochmal geschrien, glaube ich. Alter, großartig. So, du nicht mehr, mein Freund? So, jetzt aber. Zack. Alter Schwede, das ist ja reiner Stress. Zack. Das ist auch nicht mehr. Ich kann das nicht ab. Mit meinem Herzen, das geht gar nicht. So. Seit wann hast du ein Herz? Ab und zu nur beimal. Im Zuber mal einen ab. Oh. Ein oder mehr. Komm, Uschi. Da ist noch ein Hund drin im Zwischenraum. Freunde. Ja, echt? Inzwischen geil. Ist ein Hund drin. Komm, Hundi, ich habe gerade eben, der macht die Tür kaputt. Eben noch so die Tür zugekriegt. Wie im Zwischenraum der Schleuse? Ja. Wer nimmt den denn mit? Scheiße! Ich habe den mitgenommen, aber meine Waffe. Ach, Mist, dahin, das Viech. Ich habe ihn erlegt. Oh Gott. Ich war da drin und dann kam das Viech hinterher. Oh, ich blute. Warte, ich benutze. Und ich bin verseucht. Aber zum Glück haben wir haben Regenerationsmittel da. Und ja, zur Not Gott erschlagen sie mich vorher. Ja, bevor sie sich wandelt, genau, ne? Hier so ein Gnaden-Headshot. Ja. Ah, kriegt ihr jetzt mal einen Gnaden-Headshot, ich sag's euch. Da will man ihr einmal helfen. Ja, und dann, ich helfe euch auch gleich. Dann wirst du nur mit Füßen getreten. Das ist echt nicht, finde ich nicht fair. Ich helfe euch auch. So, ich wollte von hier draußen mal gucken, wie das aussieht, Mensch. Ja, da will der Zora nur mal gucken. Ja, und dann hast du so ein Theater hier, weißt du? Oh. So, es sieht aber echt nicht schlecht aus. Das wirkt so ein bisschen wie so ein Farmhaus, so ein größeres. Ein Farmhaus nicht, ein na, nennt man sowas hochherrschaftlich. Ein Herrenhaus. Also unser Dach hat drei verschiedene hier. Höhen. Das wird schon mal ganz lustig, wie das nachher zusammenpasst. Das wird witzig werden. Meine Güte. Ist das sehr kaputt, die Tür? War die... Ich habe jetzt nicht geguckt, wie kaputt doch. Die ist. Die ist ja ordentlich runter. Nur weil der schon da durchgeguckt hat. 2,5 auf 4,63, also das ist schon ordentlich. Die Köter machen schon ordentlich Aua. Ich habe das gemerkt. Mein Rücken... Aua! Kratzer. Oh, hier ist alles verbogen hier drin. Mein Gott. Aber... Ich weiß auch gerade nicht, wie der Zombie hier hinten da in die Lücke gekommen ist. Ja, aber zum Glück hatten wir eine Doppeltür. Also sonst hätten wir das Viech drin gehabt. Da war ja keiner drinne. Ach, Zora. Ich bin drinne, ja. Ich bin draußen. Warum? Ist draußen nicht gut gerade? Warte mal. So. Nee, also, wegen dem Hund. Ich mach hier noch was. Weil der Hund doch da eingesperrt hat. So. Ich glaube, jetzt haben wir ja alles weggeräumt, oder? Mann. Klein Schreier-Trinas. Ja, ist immer das gleiche mit denen, ne? Also. Ich wollte gerade sagen, warum haben wir denn jetzt hier einen Graben? Weil ich buddel den gerade. Ich denke gerade, wer ist nie explodiert? Oh mein Gott. Ja, so kann's gehen, ne? Tja. Ja. Ich schmelze mal ein paar Sachen ein, sowas. Damit wir
Ja, und bitte einen neuen Satz Werkzeuge, außer Schippe. Ja. Noch schon mal ein paar Pilze mit. Kommen wir jetzt nach und nach auf. Ich kann noch ein paar Samen machen. Hä? Baust du gerade an der Hütte? Ja, ich baue die noch ein bisschen. Ja, also hier so ein bisschen was dran. So, da brauchen wir Samen von. Wer ist denn da draußen am Zerstören? Wer ist das? Ach so. Ich. Ja. Was machst du? Da wolltest du den Graben machen, was? Ach so. Ja. Und einmal die Holzspikes gegen Metallspikes tauschen. Gute Idee. Ja, noch irgendwo Ärger. So, zack. Wir wollten ja, wie gesagt, was wollen wir machen? Stimmt, die Zugbrücke, ne? War das nicht so? Ja. Da müsste dann mal jemand von innen anhaken. Wo wir die Wand wegkloppen müssen. Augenblick. Und da müsste ich dann den Graben auch ein bisschen größer machen. Genau hier rein. Was haben wir gesagt? 3 Felder war die groß, die Tür. Mehr. Was? 3 oder 4? Die Tür? Die war 3 Felder breit. 2 Felder hoch, die Doppeltür. Die Zugbrücke. Ja, reden die Zugbrücke noch gerade von der Zugbrücke. Wie groß die ist. Dann müssen wir wahrscheinlich mal eine bauen. Ich meine, die war 4 breit. Warte mal, ich guck mal eben. Zugbrücke. 4 würde auch, Zugbrücke. Schön passen. Oh, warte mal. Schraubenfedern sollten wir alles haben. So, zack, zack. Ich pick das mal ein bisschen an hier. Wenn du sagst, die sind 4 breit. Ich baue gerade mal eine, dann könnt ihr gucken. Ihr müsst die ja nicht setzen. So. So, und da. Kannst du das von außen sehen? Nee, aber ich kann ja dann, wenn ich weiß, wie breit die sind, kann ich dir ja sagen, nee, wie viel du weghauen musst. Wo pickst du denn auf welcher Höhe? Die erste Reihe. Ja, das ist relativ, weil wir hatten Horden, da sind alle angeknickt. Echt? Da wirst du wahrscheinlich eher rausklopfen müssen. Warte mal, von drin eine doppelte. Ach, warte, hast du jetzt 4 nebeneinander angeknackt? Also ich sehe 3. Ich komm mal raus. So. Kann sein, dass ich den 4. noch nicht sehe, weil ich da noch die Spikes vorhabe. Das müsste... 4 Stück in der Reihe. Du hast 4 angeknabbert. Und da, das würde genau dazwischen... Also die 4 würde genau passen. Würde genau da schön reinpassen. Ich baue gerade eine, um zu gucken, ob die 4 oder 5 ist. Okay. Weil die war sehr breit. Oh nein. Dauert aber 5 Stunden. Zu. Und das wäre dann auch gegenüber von der Garage, so dass man, ne, rausspurten kann. Ja, das ist, also, das ist genau zwischen 2 Säulen. Also, das könnte man, man muss einen kleinen Knick fahren, aber, mein Gott. Es ist schon schön so. So, aber ich denke mal, passt fast symmetrisch, naja. Naja, so. Aber die Zeit ist wieder durch. Und du hast noch gar nicht gemalt. Ich hab noch gar nicht gemalt. Für die nächste Folge. Das ist für die nächste Folge. Und Mopeds hast du auch noch nicht gebaut. Ich bin am Dach bei. Ja, mach doch mal was Wichtigeres. Oder Tana. Also ich meine... Tana ist hier, hat sich jetzt erstmal um die Zugbrücke gekümmert. Und macht jetzt hier den Schmelzer, damit du Ich könnte dir, weißt du was, ich rufe ein Taxi und dann fahre ich mir in die Stadt. Ich lass mich schon wieder. Ich will voll laufen. Nächste Kneipe ist meine. Ja, warte, brauchst du gar nicht in eine Kneipe gehen. Hier, warte, wo bist du? Nee, das ist Tana. Da ist er. Hier, zack, da. Hier, gib ihm, Kamerad. Gib ihm. Ein Pilz. Ja, ich sehe ja, die ne? So, was wollte ich jetzt? Pinsel gucken. Habe ich einen Pinsel? Folge beenden.
Habe ich ein Zubehör? Wo ist denn. Ja, pass mal auf, Zubehör? Ist da ein Pinsel? Nee. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Pinsel haben. Ich glaube, den muss ich mir bauen. Eigentlich müssten wir einen haben. Ditten und Datten? Eisenbleiwerkzeuge, vielleicht Werkzeuge. Waffenmunition. Fallensicherung, Waffenteile. Rezepte. Klamotten. In der Rönschkiste eventuell? Nein. Auch nicht. Aber ich meine, ist ja nicht das Problem, da einen Pinsel zu basteln. AK habe ich auch schon gelernt. Einkaufskörbchen, na gut, das wisst ihr. Ich habe die hier reingepackt, ne? Sicherlich, gehe ich mal von aus. Taschenmotorrad für Vollidioten. Na super. Benzin haben wir ja reichlich. Ja. Das geht auch weg. Also dann haben wir nächstes Mal in der nächsten Folge bestimmt Mopeds. Oder? Kann man. Was haben wir? Was die sagt einfach nur. Denker? Nebenbei so dieses, boah, Sappelmann, weißt du, das ist vollkommen Wurst, was du erzählst, aber ne, genau. Ich sage, in der nächsten Folge haben wir den Mopeds. Nein. Tada, Level Tada. Tada. Super, okay. Tada. Ja, mein Pinsel ist nicht, ich muss selber einen basteln. Gut, das machen wir in der nächsten Folge, Freunde. Und dann machen wir mal unseren Schriftzug an. Und dann wird das vielleicht klappen mit den Mopeds, dass wir die zusammen gebastelt kriegen. Vielleicht können wir dann eine kleine Tour fahren. Mal sehen, was klappt. Mensch, dann sagen wir mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen, diese Folge, diese Ausstrahlung, diese Episode. Und dann denkt dran, nächstes Mal wieder einschalten, wenn wir hier uns zum Affen machen, ne? Bei 7 Days to Die. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss.